Wir sind zurück bei Dead by Daylight und der No-Perk Challenge. Heute mit Jeff. Jeff Johansson. Und ich bin gerade etwas baff. Ich habe das Spiel gestartet, habe mir gedacht, gut, ich habe ein paar Blutpunkte. Die sollte ich noch vergeben. Oh, ich glaube, wir haben den Doktor. Die sollte ich besser noch vergeben, weil es sind, glaube ich, gerade fast 500.000. Und kann ich ein bisschen in die Survivor investieren. Und drücke aber dann schon auf bereit, nachdem ich Jeff ein bisschen präpariert habe, also alle Perks rausgenommen habe, alle Opfergaben und die Items. Und war dann total baff. Ich habe fast sofort eine Lobby gekriegt, konnte keinen einzigen Blutpunkt irgendwie verwenden. Und dann drücken in der Lobby auch noch alle sofort auf bereit. Also, wow. Ich bin tatsächlich etwas sprachlos. Das lief besser als erwartet. Und wie ihr hört, haben wir den Doktor. So, ich hoffe, der uns gerade so ein bisschen nachläuft, versteht die Spielmechanics und geht nicht direkt an den nächsten, sondern an den übernächsten Gen. So. Ich weiß nicht, ob der denkt, dass ich einen Plan habe. Ich habe keinen Plan. Hey, Dude. Hör auf zu rennen. Rennen ist nichts gut. Die kommen jetzt her. Die läuft einmal rund um die Karte. Deswegen gehen wir einfach mal ins Maisfeld. Das Maisfeld kriegen wir in letzter Zeit irgendwie häufig. Verrückt. Totem! Oh oh. Ich sag doch, der ist hier irgendwo in der Nähe. Und der möchte natürlich die Claudette jetzt total zermürben. Aber die ist, glaube ich, schon auf Stufe 3. Also. So viel mehr. Oh, da hinten ist er. Okay, dann gehe ich mal nach da hin weiter. So. Ich möchte dem nicht unbedingt in die Arme laufen, aber ich gucke trotzdem, ob ich noch weitere Totems finde. Je mehr ich kaputt mache, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir zum Schluss einen Nerdkiller haben. So. Ich hoffe, die rennt jetzt nicht hier in die Richtung. Das wäre doof. Bis jetzt haben wir uns nämlich recht gut geschlagen. Und für alle, die sich jetzt wundern, warum ich nicht wie sonst durch die Karte renne, ich spiele jetzt etwas mehr mit Bedacht und nicht mehr hau drauf. War in letzter Zeit nicht unbedingt meine beste Idee. Und vielleicht haben wir heute die Chance und entkommen mit Jeff. Weil der Killer hat auch noch kein einziges Mal zugeschlagen. Keine Ahnung, warum nicht. Sehr seltsam, aber... Vielleicht möchte er erstmal alle irgendwie. Oh, er hat zugeschlagen. Okay. So, wir krisseln ein kleines bisschen. Das ist okay. Wieso habe ich immer noch Herzschlag? Der läuft doch hinter dem Adam hinterher. Wir gehen wieder zu dem Gen. Wir gehen nicht wieder zu dem Gen. Ah! Das war dumm. Und jetzt höre ich Gemurmel. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Hi! Ich mache mal mit dir den Gen fertig. Und genieße die Aussicht. Guck mal, der wunderschöne Mond. Nur du und ich, Claudette, unter dem Mond, im Maisfeld und stehen alle Möglichkeiten offen. Verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Nein, Claudette. Okay. Claudette braucht Freiraum, den gebe ich ihr. Dieses Gemurmel, ne? Oh. Ich meine, immerhin haben wir schon zwei Gems fertig. Hier ist kein Haken, also kommt er nicht her. Er geht nach hinten. So, weil das ein guter Freund von uns ist, der uns ganz am Anfang begleitet hat, werden wir ihm natürlich helfen. So. Der konnte sich frei wiggeln. Komm, lauf an uns vorbei. Geh!
Geh mit Gott, aber geh. Tschüss. So, ich muss... Ich möchte hoch. Wo ist denn hier die Treppe hoch? Da. So, wo ist hier der Jen? Hier nicht. Dann ist er hier irgendwo. Sag ich doch. Dann haben wir den letzten auch schon fertig. Oh. Das passiert, wenn man Superfähigkeit-Checks haben möchte. Ist das wieder unser Kumpel? Ich glaube ja. Sollten wir ihm helfen? Ich denke schon. Mach dir keine Sorgen. Jeff kommt zur Rettung. Jeff to the rescue. Ich komme, mein Freund. Halte durch. Komm, komm. Willst du dich erstmal beruhigen? Können wir den Killer ablenken? Komm, Killer, komm. Okay. Muss ich mich schon beruhigen? Nein. Wo ist denn der jetzt hin? Hey, mein Freund. Hör doch auf zu labern. Wo ist denn der hingerannt? So. Ach, dieses Gemurmeln. Es wird immer lauter. Ja. Oh. Und es ist... Nee, diesmal ist es wieder anders. Okay. Ich habe das geschafft. Wie zur Hölle habe ich das geschafft? Okay, er läuft da lang. Dann kann ich den runterholen. Kein Problem. Hi. Was geht? Oh, guck mal, ein Totem. Das will ich noch schaffen. Ja. Ups. Oh, der war rückwärts. So. So. War das schon wieder rückwärts? Ich bin verwirrt. Ach, Mann. Mach's Tor auf, genau. Ich gucke mal, wo das andere Tor ist. Und vielleicht haben wir ja noch die Chance, die Tante zu retten. Oh, guck mal, Totem. Da hinten. Da ist das nächste Tor. Die können wir runterholen, das ist kein Problem. Und dann laufen wir zu dem Tor, was offen ist. Wir wissen ja inzwischen, wo es ist. So. Oh nein. Na komm. Ist sie tot? Hä? Nee, sie ist frei. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein! Aber ich habe mich geopfert fürs Team. Fürs Team! Ist sie. Die muss ja dann vom Haken gekommen sein, ne? Die ist vom Haken gesprungen. So, und jetzt seht und staunet, ich hänge das erste Mal. Kann für 2 Sekunden. Kann ich wiggeln? 1, 2. Und bin tot. Ich hatte weder die Chance, freizukommen. Und ja, ich weiß, ich habe mich die letzte Folge auch schon mega drüber aufgeregt. Weder die Chance, vom Haken zu springen, noch kann ich mir Blutpunkte holen. DBD-Team, tut etwas.
Ich wiederhole es jetzt jede Folge, wenn mir solche Ungerechtigkeiten auffallen. Das ist, aber hey, dafür sind alle anderen rausgekommen. Das freut mich. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Blutpunkte verteilen. Und dann gucken, ob ich heute dann noch die nächste spiele. Und wieder. Obwohl ich keine Perks, nichts dabei hatte. Die meisten Punkte. Obwohl ich gestorben bin. Das ist schön. Nur der Killer hat mehr. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich nicht rausgekommen bin. Ich habe mich allerdings fürs Team geopfert. Also alles in Ordnung. Ist in Ordnung für mich, dass ich gestorben bin. Und dann genießt doch den Tag. Setzt euch raus auf den Balkon. Ich sag's schon die letzten drei Folgen, glaube ich. Trinkt einen Tee, trinkt einen Kaffee. Was weiß ich, was ihr auf dem Balkon macht. Und genießt einfach den Abend. Ich weiß, man kann sich nicht mit vielen Leuten treffen, was sehr schade ist. Beziehungsweise eigentlich fast mit gar keinem, nur mit einem. Und irgendwann wird es wieder besser. Ich hoffe, relativ schnell. Bis dahin sehen wir uns morgen in der nächsten Runde Dead by Daylight mit dem nächsten Survivor. Ciao!